deshalb natürlich auch eine Fülle rechtlicher Probleme. Am Nachmittag werden dazu noch mehrere Zeugen angehört. Der Prozess gegen den angeblichen König ist zunächst bis Mitte Juli terminiert. Aus dem Gerichtssaal in Dessau Antredam für MDR Sachsen-Anhalt. Wir schauen in die Altmark. In Kalbemilde sollen zahlreiche Grund- und Flurstücke als Überschwemmungsgebiete eingestuft werden. Gegen einen Verordnungsentwurf, der im Auftrag des Landesverwaltungsamtes erarbeitet wurde, regt sich allerdings Widerstand. Der Ärger ist verständlich, denn ein Grundstück im Überschwemmungsgebiet kostet mehr an Versicherungen und bedeutet Baueinschränkungen. Hinzu käme die Tatsache, dass es in Kalbe seit Jahrhunderten kein Hochwasser gegeben habe, sagte Ortsbürgermeister Gabriel, MDR Sachsen-Anhalt. Bereits vor 2 Jahren seien die Kalbenser auf die Barrikaden gegangen, als das Landesverwaltungsamt den gesamten Stadtkern als Überschwemmungsgebiet ausweisen wollte. Nach etlichen Einsprüchen gab es neue Berechnungen und nun sind andere Grundstücke vom Verfahren betroffen. Aus Kalbemilde, Susanne Meyer für MDR Sachsen-Anhalt. Die Einwohner von Kalbe haben jetzt bis zum 6. Juli Zeit, Einspruch bei den gegen die Überschwemmungsgebiete einzulegen. Außerdem werden beim traditionellen Entenrennen auf der Milde Anfang Juli Unterschriften gegen diese Pläne ausliegen. Und wenn es nach den Plänen der SPD geht, soll der Bundestag die Ehe für alle noch in dieser Woche beschließen. Dazu passt eine Nachricht, die uns heute aus Mansfeld erreicht hat. Auf Schloss Mansfeld dürfen sich auch Schwule und Lesben bald wieder das Ja-Wort geben. Die Mitglieder des evangelischen Fördervereins haben sich am Wochenende eindeutig dafür ausgesprochen. Und damit haben sie eine Entscheidung des Vorstands gekippt. Der hatte im Februar den Vertrag mit der Stadt Mansfeld gekündigt und wollte, dass sich auf Schloss Mansfeld nur noch Mann und Frau trauen lassen dürfen. Das sorgte landesweit für Empörung. Wann Schwule und Lesben auf Schloss Mansfeld wieder vor den Traualtar treten dürfen, steht noch nicht fest. Aus der Nachrichtenredaktion Ariane Bach für MDR Sachsen-Anhalt. Und soweit das Neueste aus und für Sachsen-Anhalt. Jetzt der Blick auf die Straßen mit Birgit Röhricht. Zuverlässig, schnell, aktuell. Verkehr und Wetter bei MDR Sachsen-Anhalt. Um 13.33 Uhr A2 Berlin Richtung Hannover zwischen Thesen und Burg Ost Stau an einer Baustelle. 23 Minuten dauert es länger. Und im weiteren Verlauf zwischen Braunschweig Ost und Kreuz Braunschweig Nord 6 Kilometer Stau an einer Baustelle. 50 Minuten kommen oben drauf. In Könnern in der Braunschweiger Straße befindet sich eine Ölspur. Und es gibt Blitzer auf der A9 in Richtung München zwischen Fockerode und Dessau Ost. Auf der B1 in Gentin Richtung Magdeburg. B2 zwischen Pratau und Lutherstadt-Wittenberg. B71 in Wedringen Richtung Magdeburg, B107 am Ortseingang Havelberg aus Richtung Löwen, B180 zwischen Nismitz und Klein-Jena in Halle-Neustadt in Hallorenstraße in Mall Richtung Halle, am Ortsausgang Wimmelburg Richtung Blankenheim und zwischen Wieglitz und Döstringen in beiden Richtungen. Staus und Blitzer, wenn Sie die sehen, rufen Sie uns an unter der kostenfreien Nummer 0800 94 6 94 6 und die 1. Blitzer und Verkehrsmeldungen sehen Sie außerdem auf unserer